Ja, servus die Malen und grüß euch die Buben. Ja, bin einmal wieder unterwegs. Nein, nicht. Wieder ist schön. Wir haben 20 Grad, Sonnenschein, blauer Himmel. Und habe ein paar neue Sachen dabei, das möchte ich ein bisschen ausprobieren. Und da zieht es mich natürlich in meinen Dschungel. Und ja, schauen wir mal, was wir da herum entdecken. Ich würde sagen, gehen wir mal. Ja, da sind wieder so Wahnsinnslianen. Gewaltig. Da fühlt sich der Tarzan wohl. Gewaltig, gefällt mir. Sehr schön. Ja, bin jetzt auf der Suche nach einem Platzl, werden wir sicher was Schönes finden. Wie gesagt, ich habe heute ein paar neue Teile dabei, und zwar ein Dreibein. Dann habe ich einen neuen Kaffeetassen inklusive Filter in Titan. Und dann zeige ich euch noch so einen Softschäkel, wie man das macht. Kann man immer wieder brauchen, meiner Meinung nach. Und es gibt heute ein Superl, mehr habe ich heute nicht mit. Und ja, das sehen wir dann alles später. Immer wieder wunderschöne Platzl mit gewaltigen Baumriesen, was da herumringen. Einfach nur Augenweide. Ja, ich denke, da kann es recht gemütlich sein. Ich überlege gerade, ob wir mein Tab mit aufspannen. Ein bisschen weniger Gemütlichkeit. Ja, ich würde sagen, da bleibe ich jetzt einmal und richte mir mal alles her. Ja, Freunde, so schaut es jetzt aus. Ich habe auf meinen Sessel, also auf meinen Dreibein, schon Platz genommen. Sitzt da extrem gut, und ich kann euch also jetzt sagen, das ist ein Wolkstuhl. Er kommt aus Schweden, und den, was ich da habe, ist der Komfort. Den kann man super klar zusammenlegen. Wenn ihr mir ein extra Video dazu sehen wollt, kann ich euch das gern machen. Aber ich bin jetzt gerade einmal am Testen. Und da gibt es auch verschiedene Varianten, kann man schön klar zusammenlegen. Und der hat dann, meiner hat 900 Gramm. Und ja, wie gesagt, ich habe den Komfort, das ist eigentlich der teuerste und auch mit der größten Sitzfläche quasi. Und er hält bis zu 250 Kilo, also Freunde. Gibt es in 4 verschiedene Hechen. Gut, aber mehr dazu in einem eigenen Video. Dann habe ich mir was gegönnt, und dazu hole ich ein bisschen mehr. So, das wäre jetzt mein neues Kaffeeset. Passt leider nicht ganz hundertprozentig da rein, aber das macht nichts. Mit einem Gummiringel halte ich das alles zu. Das ist ja mein Standardbecher mit meinem X-Boil drinnen, den kennt ihr eh schon. Und dazu haben wir jetzt da diesen kleinen 180 ml Becher geholt mit Deckel, und ist auch quasi ein Kaffeesieb. Ja, das Ganze werden wir dann gleich einmal testen. War nicht so billig, aber ja, ich werde jetzt, da wie ihr im letzten Video gemerkt habt, einfach alles schweren, und ich steige jetzt ganz einfach auf leichteres um. Gut, da gehört der Wachstuhl jetzt nicht dazu, aber gut, das ist jetzt ein bisschen ein Sonderextra, und ich kann dafür überall hinsetzen, muss nicht immer einen Baumstumpf suchen oder einen umgefallenen Baum. Ja, ich muss sagen, vom Platzl her ist das wunderschön, und da ich jetzt nicht wirklich auf einen Baumstamm gezwungen bin, kann ich mir jetzt da aufbauen, wo ich will, das Ganze. Hat auch einen Vorteil natürlich. So, jetzt machen wir meinen Kaffee, weil jetzt habe ich schon meinen Guster drauf. Und Suppen machen wir sie ein bisschen später. Ja, dann haben wir ein paar so Softschäkel gemacht, da kann man sich auch gemütlich was aufhängen. Die sind relativ einfach. Jetzt laden wir da mal rein.
So, ich denke, ich habe den jetzt lang genug da mit dem Deckel auch zugehabt. Jetzt werden wir den Filter mal rausziehen. Ein bisschen abtropfen lassen. Ja, ich habe noch vergessen zu erwähnen, der Becher ist doppelwandig. Das heißt also, den könnt ihr super angreifen, halt warm oder kalt. Ja. Und jetzt werde ich meinen ersten Kaffee mit draus trinken. Gruß an meine Krankensesseln, werdet mir ja gesund. Und den Rest der Welt. Prost! Ja, ist wieder okay, gibt's gar nichts. Mehr Filterkaffee halt. Kein Problem damit. Passt. Ja, ich muss gestehen, sitzen tue ich sehr gut da. Also, alle Achtung, mit denen hätte ich nicht gerechnet. Also, mit dieser 0815 Dreibein, das braucht es mit denen gar nicht vergleichen. Das ist. Vor allem, ich sitze hoch, ich bin 55 hoch und 55 cm hoch und genommen, dass ich immer ein bisschen erhöht sitze. Perfekt. Aber mehr sage ich noch nicht dazu, weil. Ich sitze ja gerade erst einmal eine halbe Stunde drauf oder was. Alles Gute kommt von oben. Die Nehmerschnur haben wir auch wieder neu gekauft, habe ich austauscht. Das Paracord ist zu 99,9% rausgeflogen, alles nur auf die Nehmer umgebaut. Ist einfach leichter, halt mehr aus. Wenn du ein Ritschlein spannst, das bleibt gespannt, da lässt nichts nach. Von daher. Wieder mal perfekt. Ja, natürlich in Detlef seinen Spanner alles mit eingebaut, das ist eh logisch. Also da verwende ich ein 4er Dynamer und die dünnen da zum Anspannen, vier hinten und da oben habe ich ein 2er Dynamer. Reicht vollkommen. Ja, so schaut das Ganze jetzt einmal so von 20 Meter weiter weg aus und auch von da von einer anderen Perspektive, das verschmilzt quasi. Ich finde die Tarnung ist super. Ja, und ich finde, es ist halt irgendwie ein bisschen gemütlicher, könnte ich sagen, unter so einem Tarp. Es wirkt halt ein bisschen heimlicher. Und die Gräste, das reicht mir vollkommen aus. Das war ja so ein 3x3 von Helikontex und das habe ich auch zusammengeschnitten. Das reicht mir vollkommen. Brauche ich gar nicht mehr mit. Ja, der kleine Schaß macht sich, Furz macht sich ganz gut. Von der Menge her für mich voll ausreichend. Ja, wenn ich noch will, mache ich einen zweiten, die Sache hat sie. Ne? Ja, so ein fertig Superl habe ich mal wieder dabei. Und. Glaube ich 300 ml Wasser, 350. Dann laden wir ein bisschen rein. So. Schauen wir bis zur Linie. Wie Spaghetti. Alles auf einen Strang. Aber gut. Ja. So, ich werde schnell mal super einmal verzwicken. Also nicht schnell, sondern gemütlich. Und dann halt, schalte ich wieder dazu. Keine Sorge, ich hau das da oben, aber das wird nachher alles eingerahmt. Also macht sich keine Sorgen. Und mit dem Set bin ich auch recht zufrieden, muss ich sagen. Also, bis jetzt da. Echt angenehm, jetzt könnt ihr es gemütlich halten. Obwohl er heiß ist. Ja, dann haben wir daheim ein bisschen was zusammengestellt, falls ich wirklich wieder mit einer Pfanne, und natürlich wird es wahrscheinlich wieder mal die Garnpfanne sein, die habe ich eigentlich am liebsten, obwohl sämtliche anderen verteifen, das anbrennt oder so, ja. Wenn man genug Öl gibt, passiert da auch nichts und wenn es anbricht, meine Güte, reibe es halt daheim aus, ist doch auch wurscht. Stört mich nicht so. Und da habe ich jetzt auch mein altes Set, das ist
Avenue Botstand zusammengestellt. Und wenn ich wirklich was machen will mit einem Pfandl, kommt das noch mit, das habe ich schon alles hergerichtet. Dadurch habe ich auch jetzt ein bisschen mehr Bioethanol dabei in den Flaschen und dann kann ich mir auch super drauf was machen. Ja, das ist herrlich mit so einem doppelwandigen Becher, kannst du zwischendurch was anderes machen, der Kaffee bleibt warm. Ich habe mir da jetzt ein paar so Holzhering geschnitzt und ja, da reichen mir zwei Stück vollkommen. Wie ihr seht, habe ich einmal da hinter mir schon angebaut, weil ich möchte mir meinen Solostoff ein bisschen anwerfen und will die ein bisschen übers Feuer, dass die ein bisschen härter werden. Und ja, da war das Dach gleich voll von. Das war natürlich nicht optimal. Wichtig sind mir vor allem die Spitzen, dass die schön hart werden. So, den Großteil habe ich jetzt schon weggerannt. Mist ist natürlich auch da. Und jetzt war das Tab zusammenlegt da hinten auf dem Baum. Ich bin überfallen worden von Millionen von Gössen. Da der tote Hose, nicht einmal irgendwas. Und sobald du dazu bekommst zu dem Baum, ich glaube, die erledigen mich da. So. Der hat mir wirklich sehr gute Dienste geleistet. Der ist echt spitze. Voll zufrieden damit. Echt voll. Ja, ich bin zusammengepackt. Man sieht nur richtig, der Thermosel raucht sich an so ein. Passt. Wieder alles. Und man hat alles schön umgerührt. Wie es sein soll. Ja, ich denke mir schon die ganze Zeit, da riecht es irgendwie noch Schwammerl. Aber es gibt nur diese Baumschwammerl. Ja Freunde, ich kann euch nicht sagen, aber da hat es halt so eine eigene Atmosphäre drin und eine eigene Lichtstimmung. Das ist gewaltig. Okay. Ah, schöne Feder, ha? Ja, mitnehmen. Weiter geht's. Jo, Freunde. Das war es einmal wieder. Ein paar hundert Meter, dann bin ich beim Auto. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus, die Malen und pfiat euch, die Buben.